Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute bin ich für euch in Kaltenbach im Zillertal unterwegs. Ich kenne mich leider nicht so gut aus dem Skigebiet, daher will ich einfach mal so wild durchfahren und ein paar Eindrücke schildern nach diesem Wahnsinns-Schneefall, wie die Pisten sind. Und ich würde sagen, wir starten hier in Höhe der Wedelhütte und arbeiten uns dann vorüber in Richtung Kristallhütte, also quasi einmal quer rüber durch das Skigebiet Zillertal, Hochzillertal, Kaltenbach. Viel Spaß mit den Aufnahmen. Also gut, los geht's. Hier vorne sind wir direkt die Wedelhütte. Jetzt geht es mit diesem Sessellift hier hinauf und dann machen wir uns weiter Richtung Zentralstation, Zentralpunkt hier in Zillertal. Woohoo! Okay Leute, fahren wir hier mal runter, würde ich sagen, und sehen wir uns unten wieder, wenn es dann abgeht, hoch mit der Gondel. Leute, wir fahren jetzt hier weiter runter Richtung Sonnenjet und dann geht's auf Richtung Wimbach Express zu der neuen Gondelbahn. Viel Spaß! Leute, wir sind bald am Ziel angekommen. Wir stehen jetzt, sind gerade mit dem Wimbach Express hier hochgefahren, stehen jetzt hier oben am Albergo gestartet. Nur noch mal kurz zur Erinnerung, sind wir hier oben an der Wedelhütte. Okay, also fahren wir jetzt hier rüber. Wir fahren wahrscheinlich noch einmal hier ab und machen uns hier unten rum hoch in Richtung Ziel Kristallhütte. Hier wollen wir hin. Okay, lass das weiter laufen. Der letzte Abfahrt. Wir stehen jetzt oben am Schnee-Express
fahren jetzt von hier aus Richtung Kristall Express. Das heißt, wir fahren einmal hier runter und dann geht's mit dem Kristall Express hoch zur Kristallhütte. Bis gleich. Das Ziel ist vor Augen, Leute. Und jetzt sind wir. Da ist die Kristallhütte. Da ist sie. Haben das Ziel erreicht. Damit beende ich auch das Video an dieser Stelle. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, dass die Rundfahrt hier durch Skigebiet von Kaltenbach hat euch gefallen im Zillertal. Nicht so umfangreich, nicht so detailliert wie sonst, aber ich denke, man hat einen ganz guten Einblick da lassen können. Und nach dem Schneefall sind die Pisten wirklich in einem wahnsinnig guten Zustand. Was kann man noch sagen? Wer das Carven mag, wer ein Freund des Carven ist, der Langenschwimmel, wird hier in diesem Skigebiet auf jeden Fall sich wohlfühlen, weil die meisten Pisten sind extrem breit und laden wirklich zum Carven ein. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Gerne Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Leute, bis demnächst. Ciao aus Kaltenbach hoch Zillertal. Ciao, Leute.